Marketingfirmen benutzen ja oft Sex wegen des Zwecks. Random Game Facts 6 und 6. Und ja, der ist nicht gerade gut gewesen, aber gehört trotzdem zum Thema, denn passend zur Vorweihnachtszeit geht's heute mal um Verkaufsstrategien. Kurz bevor Resident Evil 4 das Franchise wieder durch die Herrenhausdecke katapultierte, hatte Capcom ein kleines Problemchen mit seinem Multiplayer-Online-Shooter Resident Evil Outbreak. Da hilft nur gute Publicity. Also lässt man eine externe Firma eine Website bauen, auf der dann jeder irgendeine Handynummer eingeben kann, an die dann eine Nachricht verschickt wird, die ungefähr so lautet: Ey yo, du hast jetzt den T-Virus, hier übrigens ein Link dazu. Wer auf den Link klickt, kommt auf eine Gewinnspielseite. Wer keine Ahnung hat, was dieser T-Virus eigentlich ist, der verfällt natürlich in Panik und ruft erstmal bei der Antiviren-Hotline an. Was Acclaim mit Turok kann, das kann Bethesda schon lange. Obwohl eh schon alles nahezu perfekt für den Release von Skyrim verlief, hatte einer noch die großartige Idee, man könnte doch Leute ermutigen, ihr am 11.11.2011 geborenes Kind Dovahkiin oder Dova zu nennen. Der Preis? Alle bisher veröffentlichten und noch zu veröffentlichten Bethesda-Titel für lau. Und natürlich hat's jemand gemacht, also rennt jetzt neben dem kleinen Turok auch noch der kleine Dovahkiin herum. Neulich bei Sony. Okay, die PS1 und die PS2 haben sich großartig verkauft. Es wird Zeit, Nintendo auch auf dem Handheld-Markt anzupimmeln. Wie gehen wir also vor? Mit einer neuen Farbe für die PSP? Das ist jetzt nicht die beste Idee, aber daraus kann man definitiv was machen. Farben, farbig, farbige, Rassismus! Großartige Idee! So muss das damals abgelaufen sein. Wie zur Hölle entsteht denn sonst ein Plakat für die neue, weiße, bessere PSP? Aber auch Sonys Direktkonkurrent Microsoft stellt sich da nicht besser an. Da der internationale Release der Xbox One alles andere als gut verlief, wollte man das Interesse für die Xbox 360 noch ein letztes Mal erregen. Und wie macht man das? Na klar, man bietet einfach an, dass man die Xbox 360 in Raten kaufen kann, ohne Zinsen. Tolle Idee. Wenn jetzt noch einer dran gedacht hätte, dass das Wort Interest neben Zinsen auch noch viel häufiger als Interesse benutzt wird, dann wäre alles gut gewesen. Red Faction Guerrilla, ihr wisst schon, der Teil, in dem man fast alles zerstören kann. Was wäre also besser als Promomaßnahme, wenn man 100 Kopien des Spiels in ein Auto einschließt und einen Vorschlaghammer daneben legt? Nichts. Das Ganze hat zwar in der Londoner Innenstadt stattgefunden und den ein oder anderen Briten "Oh dear" sagen lassen, aber lustig war es trotzdem. Bleibt nur die Frage, wer macht den ganzen Müll dann wieder weg? Wir sind die 6 von der Müllabfuhr, Müllabfuhr, Müllabfuhr. Weil Fans der Serie so lange auf den 5. Hitman-Teil warten mussten, gab's als Entschädigung noch eine richtig tolle Facebook-App obendrauf. Mit der konnte man einen virtuellen Hitman auf seine Freunde ansetzen. Von der Grundidee ganz nett, ein bisschen makaber, aber passt ja zum Spiel. Wer allerdings der Meinung war, dass es okay ist, dass man als Grund die Größe ihrer Brüste oder seine beschissene Frisur angeben kann, der sollte eventuell mal mit seiner Schulzeit und dem damit verbundenen Mobbing abschließen. EA verscherzt es sich ja gern mal mit den Spielern, aber 2009 haben sie es glatt geschafft, noch eine ganz andere Gruppe von Menschen anzupissen, nämlich Christen. Wie macht man das? Na ganz einfach, man organisiert einfach einen Fake-Protest gegen Dantes Inferno vor der E3. Der ist allerdings recht schnell aufgeflogen, lag wahrscheinlich daran, dass die ganzen homophoben Slogans auf den Postern gefehlt haben. Die Gamer-Community fand's nur peinlich, die christliche Gemeinschaft hingegen fand das gar nicht gut, dass ihr, ach so, guter Ruf so in den Dreck gezogen wurde. Normalerweise wird in Werbung ja immer aufgezählt, was so toll am Produkt ist. Bei Dead Space 2 hat man es andersrum gemacht. Man nehme 200 super konservative Mütter mit möglichst geringem Gaming-Vorwissen, zeige denen dann die gorigsten Szenen aus Dead Space 2, poste das Ganze unter dem Titel Your Mom Hates Dead Space 2 im Internet und fertig ist. So einfach kann's gehen. Oh mein Gott! Watch Dogs 2 ließ uns alle hoffen und war am Ende eher so, naja, reden wir nicht drüber. Und was macht man da als Ubisoft? Na klar, einen richtig krassen Marketing-Stunt. Einfach einen nicht beschrifteten schwarzen Safe an eine australische Nachrichtenagentur schicken. So ein Safe ohne Nachricht ist schon ominös genug. Wenn das Ding dann allerdings auch noch anfängt zu ticken, richtig, dann ruft man das Bombenkommando. Also, alle evakuieren, die Bombe entschärfen und feststellen, dass im Safe nur das Spiel und ein paar Goodies sind. Na gut, jetzt stellt euch mal vor, ihr macht den Safe auf und hört das hier. Watch Dogs, kauft die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Auch wenn es sie mittlerweile kaum noch gibt, waren Booth Babes eines der Marketinginstrumente in der Gaming-Industrie und diese Idee kann man natürlich auch noch ausbauen. Das dachten sich auch die Macher von Avenue, also ganz fix für den Civilization-Abklatsch Online-Werbung gebastelt, die halt original so aussehen wie die von diesen komischen Dating-Seiten. Aber was soll man sagen, hat halt letztendlich funktioniert, so ist es halt, Sex sells und genau deswegen packen wir davon jetzt auch was in Thumbnail. Endcard, guck die Endcard, guck die Endcard und klick drauf. Jetzt klickst du auf die Links drauf und kommst auf ganz andere tolle Videos. Videos kommen immer an Tagen heraus. Mein Gott, jetzt fühle ich mich schlecht. Mach doch endlich aus. Maus, raus, Haus, Klaus, Laus, Saus, Braus, Faust.